Willkommen zurück zu Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wir waren hier beim letzten Mal, so kurz vorm Ende haben wir nochmal verkackt. Einfach mal, weil wir es können. Und ja, das wollen wir eigentlich hier vermeiden, aber naja. Das klappt super. Ne? Einfach weil ich am Mammut bin. Es tut mir leid. Gut, dann halt nochmal, weil es so schön war. Yay! So, dann einmal hier diese Plattform wieder aktivieren und dann können wir jetzt eventuell, wenn die Plattform da nochmal rumkommt, dann da hochspringen und so weiter und so fort. So wie wir es eigentlich beim letzten Mal auch schon geplant hatten, was aber dann in der Umsetzung irgendwie so ein bisschen fehlgeschlagen ist. Aufgrund, ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Ist halt doof gelaufen. Na komm. Genau, gib mir die Leiter, bevor ich runterfalle. So, und dann mal gucken. Irgendwie wird das schon. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der sich umdreht, damit ich ihn auffessen kann. So, siehste, sag ich doch. Hui. Dann springen wir hier nochmal hoch und da nochmal hoch und hier und dort und überall. Die hier einfach voneinander ploppen lassen und plopp. Ach ja, genau, von der Pflanze sind wir runtergefallen, ne? Genau. Da war doch was. Ich erinnere mich. Auch mal weg. Den hier einfach mal sagen, ja hier, ne? Kommt sie nicht vorbei. Oder wir machen den hier. Ist ein bisschen effektiver. Und hier wäre dann das Ziel gewesen. Ist das nicht ärgerlich? Ja, es ist ärgerlich. Oh nein, Bonusziel. Oh nein. Bonusspiel, nicht Bonusziel. Ah, naja, müssen wir durch. Ich wollte es doch nicht. Es tut mir leid. Memory. Let's play Memory. Ja, das ist ja toll. Ach, hey, je. Gut. Oh Gott, das kann ich mir doch nicht alles merken. Ernsthaft. Das geht doch nicht. Früher konnte ich das echt extrem, halt nur jetzt halt so im Let's Play und alles. Da bin ich dann doch eher ein bisschen aufgeschmissen. Habe ich so das Gefühl. Aber, naja, muss man halt durch, ne? Irgendwie. Was ist jetzt hier oder da? Ich glaube da. Ja, okay. So, dann schauen wir mal hier, was war da? Da war das Ding, oh Gott, das war irgendwo hier. Na, fast. Gut, dann halt nicht. Dann hatten wir doch hier noch... Was hatten wir hier? Oh, ich glaube, das war hier unten. Entweder links oder rechts. Ich glaube, hier. Ja, okay. So, was haben wir noch Feines? Wir haben hier... Pow! Ich glaube, das war hier unten, ne? Hey! Ich glaube, das ist ja doch noch einigermaßen mit dem Gedächtnis. So, und hier hatten wir die Lupe. Die war, glaube ich, hier irgendwo unten. Ja, okay. Gut, dann siehst du, ist es doch halb so schwer. Wir haben nur einen Fehler gemacht und kriegen dennoch irgendwie alles. Ja, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber, naja. Man kann nicht immer nur denken. Hey, ein 10-Up statt ein komisches Fragezeichen. 10-Up WT Ultra F einfach nur. Ja, müssen das jetzt ernsthaft abwarten, bis er jetzt hier die 10 Ups hier verteilt hat. Mega nötig. Yay! Nächstes Level. Wird auch Zeit hier. Ne? Wasserspiele. Wir brauchen alle mehr Wasserspiele. Boing. So muss es sein. Auf die Affen hier einfach rumtreten, das ist gar nicht schlimm. Hier haben wir das tolle Wassermonster. Gibt es nicht nur in Lava-Version. Ach komm. Ja, jetzt habe ich die Blume getroffen. Jetzt habe ich schon wieder die Blume getroffen. Ist doch nicht der Possibility hier. Ah, ach komm. Ich brauche die mal für so ein Ei. Ist auch irgendwie so eine Qual dann so als Affe oder generell hier als so ein Gegner unserer Wahl hier jetzt für immer gefangen zu sein in ein Ei und dann einfach mal durch die Gegend geschmissen zu werden. Nicht gerade ein schönes Schicksal, oder?
Und du denkst ja halt so als Affe im Ei dann nur die ganze Zeit so, ich bin hier gefangen, ich bin hier wie so ein Pokéball nur in einem Ei. Das geht doch nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Und hier gibt es halt 300.000 Millionen Dröfzig und zwei Wassermonster. Einfach mal, weil es kann. Neben den viel zu vielen Affen. Nicht zu vergessen. Den wollte ich jetzt eigentlich da reinschmeißen, aber egal. Wollte ich ihnen hier Fütterungszeit geben. So wie ihn hier. Aber, naja. Gut. Wollen wir weiter. Nicht lange fackeln. Hallöle sagen. Hallöle mit dem ganzen Matsch hier. Ach, und die Dinger, ja. Normalerweise hat er jetzt hier zwei kleine Mini-Pinguine jetzt hier noch mit am Start, aber die sind heute einfach mal im Urlaub oder sowas. Ich weiß auch nicht. Hier machen wir so. Einfach nur, weil ich es kann, nicht weil ich es unbedingt möchte. Ja, dann halt nicht. Lecker Stern. Ach ja, und jetzt gibt es hier auch Shy Guys in anderen Formen. Die geben jetzt aber nicht irgendwie ein sonderliches Ei ab, sondern das normale. Ja doch, wir mussten jetzt hier... Wo war das da? Wieso habe ich denn nicht getroffen? Ich habe doch da voll hingezielt. Wahrscheinlich so ein Pixel dran vorbei oder sowas. Hier müssen wir jetzt rüber. Nee, gar nicht wahr. Wir mussten da gar nicht rüber. Ja, dann nicht. Wir müssen da auf jeden Fall halt dieses Hubschrauber-Dingens hier kriegen. Weil ohne das Hubschrauber-Dingens ist halt schlecht. Na, weil mit dem Hubschrauber-Dingens müssen wir jetzt hier nach links. Irgendwie. Weil wir kommen hier so als normaler Yoshi nicht durch, aber halt als Hubschrauber-Yoshi. So. Ah, Ziel verfehlt, Ziel verfehlt. Das ist keine Übung. Ich habe mein Ziel verfehlt. Geht doch. So. Dann mal wieder durch hier. Yay! Und auf in die nächste Transformation. Wir sind auch so ein Transformer-Yoshi einfach nur. Jetzt sind wir ein U-Boot. Yay! Tucker, 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 tucker. Und es hat die beste Schusskraft ever. Also ich habe noch nie ein U-Boot gesehen, das so schnell schießen kann. Na gut, ich habe generell noch keine U-Boots gesehen, die großartig schießen können. Ah, ich will nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Ich bin runtergefallen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Zum Glück haben wir noch ganze 27 Leben. Wir haben ja jetzt erst 10 wieder eingesammelt. So. Jetzt düsen wir da nochmal durch, ohne dass ich hier runterfalle. Mein Gott, jetzt bin ich aber hier echt seit etlichen Jahrhunderten nicht mehr runtergefallen. Ja, komm. Einmal getroffen, schon mal so verkackt hier sozusagen, ne? Da haben wir einen Fisch. Ich glaube, der... wenn man den anschießt, dann ist es... Dann bläht er so ein bisschen auf. So ein Olaf-Kugelfisch hier. So, warte. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Das ist keine Übung. Ich muss hier einfach durch. So, dann hier das nächste U-Boot-Blase-Gedöns hier holen. Manchmal fährt er hier auch einfach nicht. Nein! Nein! So kurz davor! Nein! Ja, und das, liebe Leute, passiert, wenn man halt zu scheiße ist. Dann startet man wieder da, wo man anfangen musste. Das ist mir... Ich weiß nicht, wann mir das zuletzt passiert ist. Ich habe echt alles an Skill verloren, so von damals. Ich weiß auch nicht, warum. Ist halt einfach so. So, dann holen wir uns jetzt hier den. Ach komm, komm, ja komm. So, weg mit dem Fisch. Fischi, 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 Fisch. So, dann holen wir uns jetzt hier das Dingens. Jetzt fahr hier doch mal nach unten. Ey, es war schon wieder viel zu knapp. Es hätte gar nicht sein gedürft. Sein gedürft ist auch gut in Deutsch. Ja, komm. Das war fast schon geplant.
So, da ist das Ziel, nach oben. Yay! Meine Güte, war das jetzt eine Qual. Aber na gut, Hauptsache wir haben es irgendwie geschafft. Frösche! Frösche! Die auch das Baby klauen, warum auch immer. Weil sie es können. Jetzt kommt Yoshi hier nicht aus der Pompe hier raus. So, geht doch. Piranhas, Piranhas! Und Krebse. Jede Menge Krebse. Komm, geh mal hoch hier. Einfach mal die Rakete hier kaputt hauen. Ja, und die machen jetzt hier irgendwie so eine große... eine ihrer Scheren lassen sie dann groß werden lassen, wenn man da an Dings... Ich glaube, die halten 3 Eierschüsse aus oder sowas. Ach komm. Kann man auch aufessen, die Frösche. Wenn man möchte. Wenn man heute mal Französisch essen möchte, dann einfach mal einen Frosch essen. Ne? So. Dann wollen wir mal nach unten hier. So. Da müssen wir eigentlich jetzt so kurz vorm Ende sein. Ja. Kommen jetzt noch ein paar Frösche, ne? Genau. Hier, wer hat die längere Zunge? Wer hat sie? Hä? Wer hat sie? Ja, ja, mach du da mal ein Quark, Gurk, was auch immer. Ja, Latte. Wir gehen hier durch. Reicht ja auch, ne? Ja, da freut sich der Meerschweinchen. Yay, kein Bonusziel. Bonusspiel. Nicht Bonusziel. Wieso komme ich heute die ganze Zeit auf Bonusziel? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, komm. Ja, wir haben eine Blume. Wow. Mehr als wir oftmals haben mit keine Blume. Ich versuchte hier irgendwie zu gehen, damit ich keine Bonusspiele machen muss. Und dann so hin und wieder so instinktiv denkt sich so meine Finger im Controller, du musst das jetzt einsammeln. You need it now. Weißt du? Ist so schon ganz komisch. So, gleich mal hier den Teil übersprungen, den wir sowieso nicht haben wollen. Da gab es nämlich dann jetzt hier, wie hieß es, ein Fragezeichen, wo du halt aufschießen kannst und dann kommt hier so eine Brücke raus. Dachte ich mir so, nee, muss jetzt nicht sein. Muss jetzt echt nicht sein, ne? So, war das hier durch? War das noch weiter? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, wir mussten hier mal kurz durch. Für irgendwas. Mh, lecker Fisch. Ja, komm. Yay, Sterne, das hat sich ja schon fast gelohnt. Yay. Ja, nur fast. Gut. Halt nicht. Dann gehen wir halt mal hier durch. Ach, dann sind wir hier. Ja, nee, das muss auch nicht sein. Hier gibt es dann, glaube ich, auch nur eine Blume oder sowas, wenn man die halt besiegt. Irgendwie so ein Dreck war das. Nichts unglaublich Wichtiges. Hauptgrund, warum man halt hier hin kann, ist halt für die Eier, damit du dann jetzt hier dir den Weg auch sprengen kannst. Verstehst du? Natürlich hast du ja auch wieder Fische, die Wasser speien, bis zum geht nicht mehr. So Fischdrachen sozusagen. Die speien kein Feuer. Nein, die speien Wasser. Spucken einfach mal rum. Voll unhygienisch und so. Hier müssen wir auch nicht durch. Hier müssen wir einfach hier immer drüber. Wir schmeißen die auch wieder so ein Zeug runter. Es ist ein Traum. Einfach mal, weil sie es können. Dann diesen tollen, möchtigen, ich weiß gar nicht, was es darstellen soll, Fortbewegungsmittel, mit dem wir ganz viel Spaß haben werden und das auch nur ganz leicht nervige Geräusche macht, wie ich finde. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ja, eine Blume. Hier gibt es ja dann kein Bonusspiel, das wir machen können. Das ist okay. So, dann gehen wir mal wieder runter. Irgendwie. Stunden später kommen wir mal am Ziel an oder halt auch nicht. Ja gut, dann c'est la vie, ganz ehrlich.
einfach durchrennen, es geht auf, wir müssen nicht auf das Ding warten. Ich weiß gar nicht, warum man das dann überhaupt da großartig eingefügt hat.